In diesem Video zeige ich dir, wie du einen Wasserkocher entkalken kannst. Denn nach einer gewissen Zeit in Benutzung hast du meistens Kalkablagerungen, so wie hier unten am Boden. Diese können sich auch lösen und du hast sie dann eben mit in deinem Getränk, was natürlich nicht so schön ist. Am besten eignet sich dafür Zitronensäure. Die habe ich hier im Internet bestellt. Ich verlinke sie dir einmal unten in der Infobox. Damit kannst du wirklich so einiges reinigen und unter anderem eben auch den Wasserkocher richtig schön entkalken. Der Vorteil hierbei ist, dass er eben nicht so sehr das Material angreift und nicht so stinkt wie Essig. Dafür nimmst du am besten warmes Leitungswasser, ich nehme hier 1 Liter, fülle das hinein und gebe dann noch 2 Esslöffel von dieser Zitronensäure, das ist in so Pulverform, mit dazu. Das Ganze fängt dann auch quasi direkt schon an miteinander zu wirken. Am besten schüttelst oder rührst du das Ganze dann noch einmal kurz durch und dann kannst du quasi dabei zugucken, wie der Kalk hier vom Boden gelöst wird. Das Ganze lässt du dann einfach ein paar Minuten, ich habe es jetzt so ungefähr 20 Minuten so stehen lassen und danach dann den Wasserkocher einmal schön ausspülen und dann kannst du ihn schon wieder benutzen. Hier kann man ganz leicht sehen, wie der Kalk sich so langsam vom Boden löst und auch nach oben steigt. Das sind natürlich jetzt auch Bläschen. Aber der Kalk, der löst sich auch richtig gut. Das sieht man in der Kamera nur leider nicht so gut. Und nach diesem Vorgang sieht der dann so aus, quasi wie neu von innen. So kannst du also wirklich super schnell und einfach deinen Wasserkocher entkalken. Du findest den Link zur Zitronensäure, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Wenn dir das Video geholfen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, ob es bei dir auch funktioniert hat und was du sonst noch für Tipps zum Wasserkocher entkalken hast. Vergiss außerdem nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft keine neuen Videos mehr verpasst.